Was genau leisten diese Hobels? What the fuck, Alter? Okay, bist du Radley? Ich bin auch Radley. Hallo zusammen, heute mal wieder on the road, Mofa-Kult unterwegs. Nochmal! Wir sind in St. Gallen unterwegs, um genau zu sein bei Breu Motors in St. Gallen. Wir haben heute es geschafft, uns endlich mal einen Prüfstand unter den Nagel zu reißen. Ihr habt lange danach gefragt und heute haben wir sogar 4 Mofas mitgenommen. Ihr kennt die meisten davon. Wir gehen nachher noch mal ein bisschen drauf ein, was genau für ein Setup haben wir wo drauf. Und wir wollen herausfinden, auf der Rolle, die gnadenlos, blablabla Wahrheit, die Stör auf den Schlauch. Ich lasse das weg. Was genau leisten diese Hobel? Denn es gibt keine Tricksereien. Das ist ein sehr genauer Prüfstand. Breu ist bereits drin, er hat uns vermittelt. Er möchte natürlich auch seinen Crosshobel heute testen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir gucken mal kurz rein und fangen direkt an. Breu, mein Freund. Was hat uns hier die Ehre verschafft, dass wir hier sein dürfen? Du hast hier Lehre gemacht, habe ich gehört. Genau, ja. Also erstmal, du hast tatsächlich was gelernt. Ich bin 4 Jahre da gewesen. Ich habe da meine Ausbildung gemacht als Töffmich, 4 Jahre. Wir haben ja immer so ein bisschen das Thema gehabt. Töffleistung, Entitöffli, Weber, Wohnung, alle Wunder. Ja, also hier haben wir die besagte Rolle. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil das ja eigentlich für Motorräder gebaut wurde. Und ich habe vorher schon mal so ein bisschen rumgespielt an der Rolle. Alter, also da brauchst du schon ein bisschen Grundleistung, dass das Ding überhaupt losrollt. Ja gut, du mit deinen Storchenbeinen. Wir haben auch schon Velo drauf gehabt, es geht. Was? Ich hätte ja einen Rollstuhl mitnehmen können. Wir starten einfach mal mit, nochmal. Der war dumm. Es gibt natürlich bei uns in der Firma auch immer das Thema, wer hat den schnellsten Hobel gebaut, wer besitzt den schnellsten Hobel. Und deswegen haben wir A, einmal vom Lukan Hobel dabei. Die Ciao vom Roge musste natürlich mit, unser Pinasco Fiasco. Und natürlich zum Vergleich gerade noch die C. Piaggio vom Krigi. Die beiden sind ja die größten Rivalen im Piaggio-Game bei uns in der Firma. Und zu guter Letzt natürlich dein Crosshobel. Da sind wir alle sehr gespannt, was der auf der Rolle dann leistet. Wir fangen am besten mit Luca seiner Perle an. Und sobald er hier drin steht, erzählen wir noch kurz was und dann geht's auch schon los. Oh, jetzt wird's professionell. Haben wir auch schon gemacht. Den ganzen Hobel. Was bremsen, oder? Ist schon so ein Thema. Wer bremst, verliert. Oh, verdammt nochmal. Hey, nicht fluchen. Ja? Mol der Muster. Ah, okay. Das ist ja geil. Es tut mir leid, das war nicht extra. Springt der Hobel überhaupt aus dem Stand an? Ja, der dreht mir jetzt auch auf der Rolle. Ja, gerade an der Schwinger ist besonders schlau. Also ich wüsste einen, der würde Schwingenverstärkungen verkaufen für einen total überrissenen Preis. Wer? Ich. Und wenn ich ihn einfach ein bisschen halt? Einmal um den Pfosten. Ja, die Frage ist, geht überhaupt so weit runter jetzt mit dem? Scheiße, geht nicht mehr runter. Der saugt recht stark. Erzähl mal ganz kurz, wie funktioniert das hier? Also ich sehe schon, wir haben hier einige Kabel, wir haben hier noch einen Lüfter und den PC. Man treibt mit dem Rad die Rolle an. Die Rolle ist irgendwie 400 Kilo schwer, also die simuliert eigentlich auch gerade das richtige Verhältnis. Wir haben eine Abzuganlage, was ganz wichtig ist, der Lüfter. Wir haben diverse Kabel. Eins ist ganz normal, um den Testlauf zu starten. Und dann haben wir diverse Zündkabel. Ist jetzt hier ein bisschen schwierig mit einer Unterbrecherzündung, weil normalerweise geht man an ein Pickup, also an Sensor, der sagt, jetzt zünden. Kennen wir jetzt in dem Fall nicht. Somit haben wir keine Drehzahl. Keine Drehzahl. Aber interessiert es jemanden, weil uns interessiert ist Leistung und Geschwindigkeit. Und das kriegen wir raus. Wie hoch das er drüllt, du, wenn er klemmt. Also, gut, ja. Dass ich meinen Hobel bewusst nicht mitgenommen habe. Hey, Marvin, ist Racing. Wenn etwas verknellt, dann ist es halt so, dann wird es wieder raus. Ja, ich bin voll deiner Meinung, solange es nicht mein Hobel ist. Ganz interessant ist sicher Geschwindigkeit plus da unten das Diagramm, wo läuft. Beim Zweigang, das ist ja der einzige mit Handschaltung, den wir dabei haben. Schmeiß meinen Hobel an, auf der Rolle, viel Spaß, das überlasse ich gerne dir. Mit der tollen 400, Pedal. Wie viel Kilo Rolle? 420. Aber es ist kein Problem, weil er hat extra noch neue Pedale hier montiert, der Luca. Da hast du auf jeden Fall den perfekten Halt, den du jetzt benötigst. Jetzt geht's um die Ehre. Ich bin gespannt. Starthilfe! Ja, passt. Die 400 Kilo Rolle ausbremsen. Ey, ist das normal, dass die Bremse danach qualmt? Ist sie heiß? Ja, die qualmt. Du hast gerade eine 400 Kilogramm Rolle ausgebremst.
Okay, also du schuldest sogar eine neue Bremse. Hey, ich hab da so ein Kabel runtergeworfen. Du hast doch hier mal, du hast das Ding noch gebaut. Weißt du, wo das hingehört? Im Prinzip ist es eine relativ einfache Kurve, wenn wir ja keine Drehzahl und so weiter haben. Der höchste Punkt, also wir sind irgendwo bei 4,3 PS. Also da sehen wir, der Luca hat gute Arbeit geleistet mit dem Überarbeiter. 4,3 PS. Der hat hier einen bearbeiteten 41er Zylinder und 15er Vergaser. Das war Luca seine Aussage, als ich ihn nach seinem Setup gefragt habe. Mhm. Ja, Props gehen raus. Ich bin gespannt, ob wir jetzt mit der Ciao, die nächste ist ja Roger seine Ciao, ob wir mit der mehr erfahren. Was ist denn die Endgeschwindigkeit? Das ist ja eine spannend. 71 für einen Hobel mit Rennsatz und 15er Vergaser, Rese-Zigarre habe ich gesehen. Und ich bin jetzt mega gespannt, weil ich meine, das hat Luca bei sich daheim gebaut. Okay, wir haben hier auf dem YouTube-Channel eine Ciao gebaut. Komplett neuer Motor, neues Gehäuse, alles, Getriebe, einmal getauscht. Wenn der jetzt weniger läuft wie der, dann, Ehre am Arsch, Roger. Also ich drücke dir die Daumen, dass du jetzt hier gleich... Fiasco. Ja, aber am Schluss ist er dann doch noch gut gelaufen. Ja, war halt viel Arbeit, aber ich würde sagen, wir holen jetzt mal die Ciao rein und dann probieren wir mal aus. 4,2 PS, 71. Fast so schnell wie die Harley hier. Hüppeli numero due. Ja, Roger, lass mal warm laufen. Auf den Hobel. Du machst ein bisschen zurück. Also Roger, deine Ciao ist angebunden. Ich würde sagen, wir starten die Messung. Kein Kolben, Klemmer. Gut. Falls ihr euch wundert, was wir hier machen, wir haben natürlich jetzt hier keinen Lehrgang, den wir reinmachen können. Und wir wollen jetzt nicht auf der Rolle hier mit mehr als 80 einfach rollen lassen, weil da kommt kein Sprit vorne an und das wäre nicht so geil. Also, Hobel hat es ausgehalten, Roger. Schon mal erster Erfolg. Jetzt wollen wir wissen, Leistung und Endgeschwindigkeit habe ich gesehen. Da hat er natürlich jetzt gepunktet. Also wir sehen jetzt da, es ist recht verzittert, die Welle. Ist natürlich wegen Variomat. Aber keine Schwankung, keine großen. Leistungsspitze ist bei knapp 4,2. Ist Variomat, also eben von dem her ist da eine bümbige Leistung. Was sicher interessant ist, wir haben unten eine Geschwindigkeit eingeblendet und wir sehen jetzt hier, wo der Abriss ist. Wir sehen oben raus, lässt die Leistung nach, oder? Weil er einfach irgendwann, ja, es kommt nicht mehr. Also wir haben es tatsächlich geschafft auf fast 88 km/h in der Spitze. Als wir auf der Straße gefahren sind, warst du ja auf knapp über 70, kann ich mich erinnern. Hier natürlich kein Fahrtwind, ideale Bedingungen, alles. Und da schaffst du halt einfach mal fast die 90. Und das mit dem dezenten Auspuff. Du hast nicht mal mehr hier die Schnecke dran, ne? Und weil es noch ganz interessant ist, jetzt legen wir mal den Luca drüber. Da sieht man, im Moment hat er ein bisschen mehr Leistung im ersten Gang. Dann kommt der Schaltvorgang. Auf nichts mehr quasi? Ja klar, weil du trennst ja Kraft mit der Kupplung. Dann im Moment hängt er rein, dort hat er halt wieder einen hohen Rupf drauf. Dann machst du irgendwie 4,5 PS. Und dann, wenn die Kupplung genau wieder voll im Eingriff ist, geht er halt wieder zusammen. Aber auch da, er entfaltet sich extrem schön. Und in den ganz hohen Drehzahlen nimmt es halt ab. Knapp 70, 68 rum. Also gut 20 km/h schneller mit der Ciao, aber 0,1, 0,2 PS weniger an der Spitze. Herzlichen Glückwunsch. Respekt, Alter. Für einen Automaten mit Vario. Hätte sich Geld gelohnt. Jetzt würde ich sagen, der direkte Rivale, Piaggio C vom Krigi, können wir hier am PC schon mal erfassen. Wir holen schnell den Hobel rein und dann gibt es das Ciao-Rennen jetzt einmal und ganz am Schluss den Kandidaten, auf den wir viel Hoffnung legen, unseren Crosshobel. Also, Piaggio C next. Gut. Alter Roger, Mann. 90 km/h. Der Wolf wäre stolz auf dich. Der hat immer auch schon warm suttern, oder? Kann man dazu was sagen? Was hat der drauf? Wissen wir nicht, ne? Keine Ahnung. Doch, Malossi, oder? So, das ist die besagte Piaggio C von unserem Lieblingskundenberater, inklusive Luca natürlich, Rigi. Rigoberg McHolmenstein, ihr kennt ihn. Bin mega gespannt, was die hier macht, denn ich bin sie einmal gefahren. Giftig wie die Sau, aber schafft er die gleiche Leistung wie die Ciao. Und schafft Breu, die C zum Laufen zu bringen. Warum springen die Ciaos alle so scheiße an? Ah, da kommt er! Ich hab dem Krieg versprochen, wir passen auf, ja? Keine Späßchen hier. Boah, das Ding klingt schon so. Digga, Digga, Digga! Das Ding klingt
so gigantisch böse. What the fuck? Da haben wir den Velogang rein. Wenn ich jetzt sage, das Hebel ziehe, müssen wir noch die Rollen antreiben. Gut! Du wolltest auch nicht aufhören, ne? Das war so einmal! Alter, ich will nicht so. Oh, jetzt juckt mir den ganzen Pleuel vorne raus, Adjo. Scheiße! Alter, ich bin gerade so happy, Mann. Sag nicht, dass Rot kriege ist. Moll. What? Alter! Also sorry, Roger, aber ich feiere das gerade mega. Guck mal, deine Kurve in Blau, ja? Und Krigi seine Kurve in Rot. Der Dude hat einfach 5,75 PS und eine Endgeschwindigkeit auf den Strich. 100 km/h. Roger, seine läuft wirklich giftig, ne? Und guck mal diese Kurve an und jetzt guck dir mal das hier an. Ey, der Krigi, der wird einen Backflip machen, wenn wir heimkommen und das erzählen. Der größte Unterschied wird natürlich ganz klar der Reserauspuff sein. Und da hat es mich verwundert, dass er ein bisschen drüber ist. Aber gerade so. Das ist krass. Das zu schlagen. 5,75 PS und 100 km/h. Ich bin so gespannt. Komm. Ruhiget. Die Rolle rollt immer noch. Krigi ist und bleibt halt einfach ein krasser Ficker. Vorsicht nicht auf die Rolle, Roger. Tarnen. Alter Schwede. Jetzt will ich auch nichts mehr hören hier. Mofa Kult hat einen 100 km/h-Mofa, Alter. Die Eier gerade doppelt so dick geworden von jedem, oder? Hättest du das gedacht? Auch nicht, ne? Der große Moment. Also ich glaube, den großen Moment hatten wir gerade schon, aber ich glaube, das wird auch nochmal ein großer Moment hier. Mal schauen, jetzt darf er einfach nicht abstinken. Das ist die ganze Arbeit mit dem tollen Pneu. Ich wollte gerade sagen, du hast ein bisschen Burnouts gemacht, oder was ist da mit deinem Stollenprofil passiert? Nein, auf der Rolle Brustraktion. Ja. Wenn einfach nur die Rolle Stollen abreibst auf der Rolle, ist auch ein Zeichen. Dann schmeiß den Hobel an, lass ihn schön brav warm laufen, denn jetzt muss er wirklich alles geben, was er kann. Also langsam ist er auch nicht. Da haben wir ja alle, Odi. Weil da ein Swing-Seilzugstarter verbaut ist. Swing-Seilzug. Tolle läuft immer noch. Mit deinem Radstand brauchen wir wahrscheinlich nur ein Brett. Hier gefällt es mir, hey. Wo willst du ihn einhängen? Fußwaschen. Last but not least. Unseren ach so geilen Crosshobel. Ja, das ging schnell. What the fuck, Alter? Never. Was ist das? 8,6? 8,6 PS! Also jetzt der Vergleich ist schon extrem. So Luca, Roger, Krigi, boom! Ich bin nicht ganz sicher, ob er überklemmt hat. Im Moment hat er einen rechten Leistungsabbruch gehabt. Endgeschwindigkeit tatsächlich, wie du gesagt hast. 55, ja. Sowas rum. Was für eine Crossstrecke ausreichend ist, je nach Kurs. Wie wäre das jetzt, wenn du eine andere Besetzung hättest? Könntest du jetzt einfach anders übersetzen? Hättest du mehr Endgeschwindigkeit, aber gleiche Leistung? Die Leistung verändere ich nicht. Die Leistung ist vom Motor aus. Das Einzige, was du veränderst, ist einfach, wie es sich entfaltet und anfühlt. Wenn wir jetzt auf 1345 gehen, wie jeder andere auch. Die Spitze wäre genau gleich, aber halt irgendwo, ich sage jetzt vielleicht da oben. Und dann hätten wir da quasi automatisch, umso weiter über die Linie geht, umso mehr Endgeschwindigkeit haben wir. Und so könntest du theoretisch, wenn du jetzt mal ein Rennen hast, eine langen Geraden und so, passt du einfach ein bisschen an. Also ich bin happy, es hat genau alles wirklich so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Sauber. Luca seiner, wirklich easy, für den Alltag perfekt. Roger auch, hat überzeugt mit seinem Vario. Wenn man mal schaut, wie schön gerade hier die blaue Linie geht, haben wir vorher schon gesehen, dass der Vario wesentlich besser arbeitet, wie zum Beispiel beim Krigi. Da geht es erst hoch und dann sinkt er konstant nach unten. Dafür hat er aber seine 100 km/h erreicht. Gut, wollen wir nichts sagen. Und natürlich der Crosshobel gigantisch nach oben geschossen, hier auf 8,6 PS. Ja, würde ich sagen, mega erfolgreicher Tag. Räumen hier schnell wieder ein bisschen zusammen. Marc meint, er kommt da nochmal fickt ein bisschen durch. Wir sehen uns gleich draußen nochmal. Komm, hau mal raus hier.
Ja, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Endlich mal auf der Rolle mit den Hobels? Mit den Hobel. Wenn ihr Bock auf mehr so wildes Zeug habt, dann nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich im Namen vom gesamten Mofagol-Team bei Breu Motors in St. Gallen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns das hier ermöglicht habt. Wir laden jetzt alles ein. Gibt es noch einen Burger für uns? Wir feiern den Erfolg heute. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, macht es gut und ciao. Ich hätte echt Bock auf Burger King. Hey Boy, 8,6 PS ist doch schon geil, oder? Ja, schon geil, aber ein bisschen mehr wäre schon noch gut. Oh, da bin ich gespannt. Wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, dann einfach eins von den zwei Videos hier schon mal anklicken und nicht vergessen, abonnieren.